In diesem Video geht es um die Angst vor dem Versagen. Und außerdem fahre ich eine lockere Runde Richtung Mittenwald daraus. Der BER. Da fahren immer die ganzen Rennradfahrer lang. Und ich glaube, was die meisten nicht wissen, ist, dass es hier so eine alte Kiesgrube gibt. Ich weiß gar nicht, ob die noch in Benutzung ist. Da will ich gerade mal reinschauen, aber irgendwie ist er ein bisschen versperrt. Ich probiere es mal. Gerade wollte ich das Rad aufstellen hier mit diesem Stock, damit ich ein Foto machen kann, aber es steht auch so. Da hinten laufen die Rehe, die habe ich gerade aufgeschreckt. Die Armen. Okay, der Bäcker hatte zwar offen, aber es hat so lange gedauert, dass ich es aufgegeben habe und wieder losgefahren bin. Ich glaube, da hätte ich noch eine Stunde gewartet, bis ich dran gewesen wäre. Nicht, weil da viele Leute gewesen wären, sondern es hat einfach lang gedauert. Und, aber als ich dann so vor dem Bäcker stand, höre ich so auf der Straße so einen Vater mit seinen Kindern sprechen. Und sagt, es ist so wichtig, dass ihr Sachen macht, die euch Spaß machen, weil das Leben so schnell vorbei ist. Und ich musste lachen, ich musste lächeln, hab ihn angelächelt, hab genickt und gesagt, genau so ist es. Zum Glück habe ich ja auch noch selber was zu essen dabei. Ein Tee, ein Brot, eine Mini-Salami. Alles, was man braucht. Und hier ist ja auch ganz schön. Angst vorm Versagen, eigentlich ist das gar nicht das Thema. Das Thema für mich ist eigentlich zu wenig Selbstvertrauen, um offen anzusprechen, was eigentlich meine Träume und meine Ziele und meine Wünsche sind. Weil die Angst ist, wenn ich die nicht verwirkliche, wenn ich die nicht umsetze, irgendwie blöd dazustehen. Was denkt mein Umfeld dann? Da ist immer diese Stimme irgendwie, die mich so klein macht auch. Was denkt er sich eigentlich, dass er sich so ein großes Ziel vornehmen kann? Was denkt er, wer er ist? Und so ging es mir auch vor ein paar Jahren, als ich das erste Mal das Transcontinental Race gefahren bin, dass ich mich gar nicht getraut habe, so richtig vielen Leuten zu erzählen, was ich vorhabe. Es ging so weit, wenn mich irgendwie andere Freunde vom Radfahren irgendwie angesprochen haben, hey, was hast du dieses Jahr vor? Habe ich gesagt, ja, ich weiß noch nicht. Oder wenn ich gefragt wurde, warum fährst du gerade so viel Rad? Dann habe ich gesagt, ja, ich will einfach mal wieder irgendwie besser eine Saison mal fit sein. Ich konnte gar nicht sagen, ich trainiere fürs Transcontinental Race. Weil ich die Sorge hatte, irgendwie vielleicht trete ich gar nicht an. Vielleicht wird es mir zu viel. Ich weiß gar nicht. Und eigentlich ist es ganz verrückt, weil es ist so diese Angst vor dem Scheitern, wobei ich mit dem Scheitern umgehen kann,
aber die Angst vor den Reaktionen. Und dabei ist es doch eigentlich so, dass man nur dann scheitern kann, wenn man irgendwie auch was wagt. So, wenn man nichts wagt, dann scheitert man auch nicht, aber dann gibt es doch keine Entwicklung. Ja, und deswegen, ich habe mich wieder beworben fürs Transcontinental und habe für dieses Jahr auch wieder einen Platz bekommen. Was mich sehr freut und gleichzeitig auch ein bisschen aufregend ist, weil ich weiß, jetzt ist mega viel Arbeit liegt vor mir. Irgendwie wieder fit zu werden, leichter zu werden, lange Strecken zu fahren, wiederholt lange Strecken zu fahren. Das wird, ich habe richtig viel zu tun. Aber ich glaube, ich werde, ich bin ziemlich sicher, wenn nichts Unerwartetes dazwischen kommt, dass ich das fahren werde. Und ich bin sehr sicher, dass ich auch in Griechenland, das geht nach Thessaloniki, also ich bin ziemlich sicher, dass ich da ankommen werde, weil da soll nicht das Ende sein, sondern ich möchte danach noch ein bisschen reisen in Griechenland, vielleicht in die Türkei, vielleicht durch den Balkan, das habe ich mir noch nicht so genau überlegt, da gibt es so verschiedene Ideen, aber auf jeden Fall ist der Plan, noch ein bisschen mehr freizunehmen und nach dem Rennen einfach ein bisschen Touring zu machen, ein bisschen Bikepacking zu machen. Ja, und damit ich das auch ganz in Ruhe machen kann und keinen Zeitdruck habe, habe ich beschlossen, meine Arbeit zu kündigen. Ich werde halt zum Juli dann aufhören und habe dann ein paar Monate Zeit, irgendwie zu machen, worauf ich Lust habe. Da freue ich mich drauf. Genau, das heißt, es gibt eine ganze Menge Veränderungen jetzt wieder in meinem Leben. Ich habe das nicht das erste Mal gemacht. Ich habe schon mal vor ein paar Jahren die Arbeit gekündigt und bin dann 3 Monate auf dem Rad unterwegs gewesen. Das war eine super gute Zeit und ich habe mich so richtig frei gefühlt und da freue ich mich drauf, dieses Gefühl wieder zu haben. Also was ich eigentlich sagen will ist, man sollte ruhig zu seinen Träumen stehen und seine Träume versuchen zu verwirklichen. So wie der Mann vor der Bäckerei gerade gesagt hat, das Leben ist zu kurz. Wieder raus aus dem Wald. Reicht auch für heute. Ich wollte eine lockere Runde drehen. Das war auch ganz gut. Hat mir richtig gut getan, mal wieder im Wald zu sein. So viel für heute. Danke fürs Zuschauen und bis dann.